Hallo, hier ist Liha 2004 und da ja VfL-Videos bei euch eigentlich ganz gut ankommen, dachte ich mir, verbinde ich mal mit einer aktuellen Begebenheit, da jetzt ja schon irgendwie seit 3 oder 4 Wochen kein Fußball mehr ist, musste mir mal wieder ins Gewissen rufen, wo der VfL denn steht in der Tabelle, weil ich das einfach nicht mehr wusste. Und dann habe ich die Tabelle aufgerufen und das hier gesehen, nicht der einzige Schock, dass VfL auf Platz 12 steht, sondern die haben kein Wappen, die haben einfach nur so ein Wappen, was als Variable da steht, was dann in lila eingefärbt ist, um einfach, ich weiß nicht warum, das ist ja im Prinzip einfach Diskriminierung gegen alle VfL Osnabrück-Fans. Osnabrück ist der einzige Zweitliga-Verein, wenn man hier so durchscrollt, der kein richtiges Wappen hat, sonst alle auch die Aufsteiger, auch sogar Wien Wiesbaden, das ist ja, was ist das? Um mal kurz zu zeigen, beim Kicker, einer seriösen Seite, ist das Logo, so sollte es eigentlich aussehen, und stattdessen hat man nur dieses, weiß ich nicht, wie so ein Logo aussehen könnte. Das ist auf jeden Fall Diskriminierung. Ruft alle in Hamburg bei Google an, hier, die, warte, da, nee, da, ruft da, ruft da an, nicht heute, heute ist der heilige Sonntag, aber morgen, da werden dann alle Leitungen glühen, ihr habt eh alle nichts zu tun. Das ist Diskriminierung. Do no evil ist das Firmenmotto von Google, und das ist ganz klar, böse, ich meine, das ist klare, das ist 17 gegen 1, die ein Logo haben, ein Verein, der kein Logo hat. Osnabrück ist in der zweiten Liga damit alleine, sogar in der dritten Liga sind die meisten, ups, die meisten, nein, Hilfe. Hier seht ihr das ja auch, einige Vereine, oh, hier, die meisten Vereine sind tatsächlich mit einem Wappen bestückt, aber hier sowas wie SV Waldhof, noch nie gehört, Meppen, Bayern 2, die müssen nicht mal ein Logo suchen oder so, das ist das ganz normale Bayern-Logo. Hier sind, ist es sogar, die Drittliga-Clubs sind vielleicht sogar noch schlimmer betroffen, die sind ja nicht mal in der Farbe eingefärbt, die Logos, bei Osnabrück ist es ja wenigstens in lila, so wie der VfL. Ja, wie gesagt, falls ihr in der Quarantäne Langeweile habt, ruft unter der Nummer an und beschwert euch, dass der VfL kein Logo bei Google hat. Das war's auch schon von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und tschüss.